Moin, willkommen zurück in Austin, heute mit einem weiteren Frisiercreme-Test. Teste heute wieder eine etwas ungewöhnlichere Frisiercreme, die man nicht unbedingt bei Rossmann oder DM und so weiter findet. Heute gucke ich mir mal die Everyman's Ken Rosa Hair Cream genauer an. Ja, habe ja in dem Vorstellungsvideo schon bemerkt, dass da viel auf Arabisch draufsteht. Also die saudische Stadt Jeddah steht hier drauf und die Inhaltsstoffe sind alle auf Arabisch. Und ich habe jetzt hab noch gelesen, dass das wohl so eine Art Abklatsch von Brill Cream auf dem Markt in arabischen Ländern sein soll. Also es steht zwar Made in England, vielleicht in England hergestellt, aber einzig und allein für den Markt in arabischsprachigen Ländern bestimmt. Ja, ich weiß gar nicht so genau, was es mit dieser Ken Rose eigentlich auf sich hat, aber ich werde sie heute mal ausprobieren. Und dann wollen wir mal gucken, was diese arabische Brill Cream eigentlich so kann. Okay, genau, also kommt auf jeden Fall in so einem ziemlich schicken Glas mit Metallschraubdeckel, was so ein bisschen an alte Brill Cream Gläser aus vergangenen Jahrzehnten erinnert. Was ich interessant finde, da habe ich zuerst gar nicht drüber nachgedacht, aber was mache ich eigentlich, wenn die fast alle ist? Komme ich da mit meinem Finger wirklich ganz nach unten oder kommt der letzte Rest da nicht raus oder kriegt man den letzten Rest vielleicht raus, wenn man das Glas so klopft? Es wirkt aber sehr fest, was da drin ist. Ja? Also keine Ahnung, ob diese Glasform so eine gute Idee ist oder ob man die Creme vielleicht in etwas flacheres, breiteres Glas hätte abfüllen müssen. Egal, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals alle machen werde. Heute wird sie auf jeden Fall mal getestet. Also einmal abschrauben. Und Dufttest habe ich ja schon mal gemacht, als ich mein Paket mit den ganzen Sachen auseinandergenommen habe. Und ja, auf jeden Fall riecht die halt nach einer frisch geputzten Toilette. Weiß nicht, ob ich das anders sagen kann. Aber wir wollen mal gucken, ob der, wie der Duft sich in den Haaren macht und vor allem wie der Halt ist. Ja, also was da drin ist, das sieht relativ fest aus. Fester als eine Brill Cream. Ein bisschen matter, ein bisschen wachsig. Deshalb bin ich mal gespannt, ob die Creme dann letztendlich auch fester ist. Also ist auf jeden Fall ein unpraktisches Glas, weiß ich, so eine schmale Öffnung und dann halt so ein langes Glas. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen rausgenommen und dann gucken wir erstmal, was man damit machen kann, wenn man sich so ein bisschen davon in die Haare schmiert. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an als Brill Cream. Also sowohl die britische aus diesem roten Tiegel als auch die amerikanische aus der schwarzen Tube. Es fühlt sich ein bisschen wachsiger und weniger cremig oder weniger schmierig an. Ja, ich nehme noch mal ein bisschen mehr raus. Okay, noch mal einen zweiten Finger. Ja, der Duft ist nicht mehr ganz so stark, wenn man es in den Händen und in den Haaren hat. Also wenn man am Glas schnuppert, ist es noch ein bisschen penetranter. Ist natürlich irgendwie ein sauberer und frischer Duft, aber er erinnert mich eben an, weiß nicht, an eine frisch geputzte Toilette. Das ist das Erste, was mir dabei in den Sinn gekommen ist und den Eindruck werde ich auch nicht mehr los. Okay, lässt sich in den Haaren verteilen, wie jede andere Frisiercreme. Das ist schon mal gut. Dann einmal durchkämmen. Und dann gucken wir mal. Ich habe gleich ein bisschen mehr Fettrückstände an der Hand als bei Brill Cream oder Brisk und so weiter. Ist also vielleicht wie eine Frisiercreme, die schon so ganz leicht in die Richtung von einer weichen Pomade geht. Die Hauptsache ist, dass ich meine Frisur damit hinbekomme, dass die Haare sitzen und glänzen und dann auch den Tag bei leichten Tätigkeiten einigermaßen übersteht. Okay. Alles klar. Ganz kurz die Hände waschen. Okay, also Everyman's Ken Rosa Brilliantine Hair Cream, die Frisiercreme für den gepflegten Scheich. Ja, Frisur sitzt, eigentlich nicht großartig anders, als hätte ich jetzt Brill Cream genommen oder Wild Root oder
Oder die Petrol Hahn, die ich gestern getestet hatte. Ja, ist zu meiner Zufriedenheit. Der Duft lässt schon nach. Also der dürfte, wenn überhaupt, dann noch leicht wahrnehmbar sein. Ja, ist natürlich auch wieder nichts Außergewöhnliches. Ersetzt Brill Cream nicht wirklich. Das heißt, ist auf jeden Fall ein tolles Stück für Sammler. Ja, hat nicht jeder in seinem Pomade- oder Frisiercreme-Regal. Also wenn ihr die mal irgendwo seht. Ich weiß ja nicht, vielleicht wenn man in den arabischen Raum reist, vielleicht nach Dubai oder so, vielleicht findet man die da in der Drogerie, dann würde ich die auf jeden Fall mitnehmen, einfach als Andenken und als kleine Kuriosität für das Badezimmerregal, ja, aber sie macht ihren Job auch nicht schlecht, ja, also wird Brill Cream für mich nicht ersetzen, aber ist auch nicht unbedingt schlechter. Okay, gut, das war der Test der Ken Rosa und ich habe natürlich noch viele andere Sachen, das heißt, wir werden uns bald wiedersehen, ja, also, bis dann.